ein wenig Zeit. Sie ist gleich fit, oder? Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen lassen? Ein Glas Wasser, bitte. Ich bin ja im Dienst. Ach, meine Güte. Ein bisschen. Was machen Sie da? Was wollen Sie? Felipe? Ich hole ihn. Haut ab, was wollt ihr hier? Los, weg! Haut ab! Felipe! Ich rufe die Polizei! Verschwinden Sie von meinem Grundstück! Felipe! Senor! Sonst verschwindet man noch was unternehmen. Holen Sie von der Mauer weg und wirf sie raus! Ja, Senor! Hey, da sind immer mehr Leute! Nicht wahr? Die wollen irgendwas von uns! Ivan! Ja! Los, rein mit ihnen! Los, komm, rein! Oh, hey, wir müssen ins Haus gehen. Was passiert hier? Bitte die Waffe runter. Ihr kriegt alles, was ihr wollt. Alles. Aber bitte. Bitte, runter mit der Waffe. Wie alt bist du? 21. Wie alt du bist? 21. Setzt euch da hin und startet! Adresse. Wer geht da hinten an die Wand? Deine Adresse. Montes Pirineus 362. Halt die Fresse! Wie wirst du so schnell dich wiedersehen? Nimm die Hände hinter den Kopf, Fatze! Wie heißt du? Adla Montemayor. Ist sie deine Schwester? Ja, ja. Gut, sehr gut. Wie alt bist du? 30. Wo drin wohnst du? Haus oder einer Villa? In einer Villa. Mit Sicherheitsdienst? Ja. Wie heißt dein Vater? Joaquin Montemayor. Nicht aufstehen! Setz dich hin! Die nächste! Die Telefonnummer von ihm? 55 54 18 20 64. Fertig! Steh auf! Abtreten! Ruhe! Dein Name? Susanne. Los, Kopf hoch, Kopf hoch. Gut. Und weiter? Aschambour. Gib her. Aufschreiben. Name. Los, los. Verheiratet? Hast du Kinder? Auch die Namen. Los. Die nächste. Herzlichen Glückwunsch, Marianne. Hallo. Wie geht es dir? Wo ist Elisa? Ist im Krankenhaus. Wieso denn? Elisa braucht eine neue Herzklappe. Ich bin hier, um deine Eltern um Hilfe zu bitten. Haben sie geholfen? Ja, deine Mutter hat mir etwas Geld gegeben. Aber es ist eine sehr teure Operation. Ich verstehe.
Ich komme nach. Okay. Ich brauche 200.000. Ich habe bis jetzt 50.000. Warte hier. Ja. So kann ich es hier aushalten. Hol die, gib mir Sachen raus. Schon mal Peyote probiert? Peyote, MDMA. Mexikos bester Drogendealer sitzt da. Und hübsch ist er auch. Okay. Daniel, erinnerst du dich an Elisa? Was willst du? Ja, klar. Peyote? Sie ist sehr krank und wir sollten ihr helfen. Sollte reichen, glaube ich. Rede mit Pa. Du weißt genau, wie er in solchen Dingen ist. Rolando steht draußen. Er braucht 150.000. 150.000 Pesos? Wofür? Für den Arzt. Elisa muss operiert werden. Ich rede mit ihm. In welchem Krankenhaus ist sie? Weiß ich nicht. Sie ist im Naucalpan. Das ist geil. Oh, Scheiße. Das tönt gleich an. Hab gehört, dass es da heftig zugeht. Kuss. Hey, aber nicht zu viel. Genau, nicht für mich. Aber sauf nicht alles aus. Es tut mir leid, wenn ich gerade heute stimme. Das ist in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Wie geht es dir? Mir gut. Ich habe nur Angst wegen Elisas Operation. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das ist 7 Jahre her. Und Elisa? Ich schätze, etwas länger. Wie viel hast du von Mama? 35.000. Das finde ich viel. Ja, aber die Kosten für die Operation betragen 200.000 Pesos. Woher willst du die kriegen? Ich habe 50.000, aber zu wenig. Das ist ja nur ein Viertel. Tausend, 2.000, 3.000. Du brauchst es mir nicht zurückzahlen, aber geh jetzt bitte wieder. Ich wäre nicht hier, wenn ich andere Möglichkeiten hätte. Du hast da grüne Farbe. Geh oder ich lass dich rauswerfen. Alan wartet auf dich. Warte hier. Ja? Einheiten der Armee in den Zustand. Hallo Mama. Ja, ich bin bei ihr. Wir fahren zu Elisa. Gib sie mir. Neben den zahlreichen Plünderungen der letzten 3 Tage kam es auch immer. Ich bringe Elisa ins Krankenhaus. Ich habe meine Kreditkarte dabei. Mülltonnen wurden in Brand. Nein! Ebenso wurden Häuserfassaden mit grüner Farbe. Dann sag es ihnen einfach nicht. Die Richterin ist da? Scheiße, da vorne ist Polizei. Die Straße ist abgesperrt. Die können warten, Martha. Das macht nichts, okay? Ich bin nicht lang weg. Und die öffentlichen touristischen Plätze zu meiden. Martha, wenn ihr keiner hilft. Okay, alles ist gut. Ich rufe dich wieder an, okay? Bis später. Man steht dieser Situation ratlos gegenüber. Die Regierung hat eine Sondersitzung. Guten Tag. Woher sind Sie jetzt gekommen? Von der Nubisstraße. Wir müssen zur Schnellstraße. Die Straße ist abgesperrt. Es ist ein Notfall, bitte. Bitte fahren Sie hier ab. Wie komme ich denn jetzt zur Schnellstraße? Gar nicht. Drehen Sie hier um. Und dann? Wohin? Keine Durchfahrt. Drehen Sie um. Vielen Dank auch. Arschloch. Genau. Super Hilfe. Sollen wir zurückfahren? Nein. Nein, 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 nein. Weiter. Ich bin hier an der Schnellstraße und es ist kein Vorankommen mehr möglich, da die Demonstranten alles besetzt haben. Keine Soldaten zu sehen. Wir begreifen nicht, wieso noch keine Reaktion von der Regierung gekommen ist. Die Situation ist chaotisch. Die Massen handeln ohne jegliche Hemmung. Ein Toast auf die Braut und den Bräutigam. Salut. Los, ist was passiert? Was machen Sie da? Los, komm schnell. Oh, hey. Was ist passiert hier? Bitte die Waffe runter.
Ihr kriegt alles, was ihr wollt. Alles. Aber bitte,